Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin's Mick, der Grillfood-Fanatiker, und heute ist es endlich soweit. Heute gibt's den Mega-Burger, XXL-Burger, nennt's wie ihr wollt, ist mir vollkommen egal. Ich muss mich gerade versuchen zusammenzureißen. Das Burgerbrötchen ist schon fertig, ist auch schon kalt, müssen wir nur noch aufschneiden. Und jetzt würdest du mir ein bisschen die Fallen tun, schwenk doch einfach mal zu dem anderen Tisch und ich rede kurz. Wir haben Gürkchen, wir haben Tomate, wir haben Zwiebeln, wir haben 2x2 Kilo Gehacktes, wir haben unsere eigene Burgersoße, wir haben Käse und wir haben Salat. Und was noch mit am wichtigsten ist, wir haben auch was zum Wenden. Und ich hoffe doch, dass das mit diesem guten Stück funktioniert und der Plan so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann würde ich sagen, schnack mal nicht lang. Aber man merkt, ich bin voller Euphorie. Schnack mal nicht lang. Legen los. Ihr seht, das Ganze im Schnelldurchlauf, in einem Food-Szenario. Und ich hoffe, ihr drückt mir jetzt schon den Daumen, dass hier nichts kaputt geht und dass alles funktioniert. Also, legen wir los. Also, es geht. So, wollen wir den zweiten mal rausholen und mit drauflegen. Ja, sehr gut. Moment, bleib dran. Und Käse. Ja.
Jos, der war ein bisschen zu lang. Aber geht doch. So, jetzt soweit alles vorbereitet und fertig. Ich bin fertig genauso. Ich glaube, man sieht es mir an. Aber es hat alles funktioniert. Die Burgersoße verlinke ich mal rechts oben im Eck. Und das Burgerbrötchen genauso rechts oben im Eck. Oh, schön geschmeidig Salat drauf. Und zwar so, also schön mit der tollen Seite. Draußen guckt. Ich finde, das reicht, oder? Sagst du? Ja, denke ich auch. Oh, okay, Hasen, oder? So, hauen wir noch die Zwiebeln drauf. Genau, mach's gut. Sorry, Jimmy. Zwiebellastig. Okay, dann holen wir jetzt Kollege mal raus. Bin ich da bündig? Mhm. Mhm. Nicht ganz. Nicht ganz. Das ist bestimmt heiß. Ach so. Ha, heiß. Zack. So, und weiter geht's. Reichen wir mal bitte die Tomaten. Sehr gut. Ich war am überlegen, einfach nur zu drehen. Hammer! Hammergeil! Perfekt! Jetzt war er erstmal.
Es ist geschafft. Es ist geschafft. Jetzt müssen wir das Ding nur noch durchschnitten bekommen. Und wie beim letzten Mal. Kuchen kann ich auch nicht schneiden. Nur mal gucken, wa? Diesmal Finger wegnehmen, nicht das war gleich das nächste Mal. Das ist auf jeden Fall robuster als mit Hot Dogs. Was würde ich jetzt für einen Samurai-Schwert geben? Einfach nur zack durch. Oder so ein Dönerschwert. Jawoll! Na dann, schneiden wir mal ein Stück ab, wa? Gut, ich packe die erstmal mal rein und wir sehen uns gleich wieder. So, du willst ein Stück, oder? Natürlich. Ich den so nochmal hinkriege. Nein, 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 nicht so rein. Du musst dein Kosten, oder? Ich stehe jetzt los, also du machst das. So, ich sag das jetzt schon mal vorher, weil danach ist definitiv der Mund voll. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr das nachmachen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ihr habt gesehen, wie es geht. In diesem Sinne, klicken, liken, teilen und nicht mehr verpeilen. Auf euch. Hammer! Oh, geil! Okay. Stopp,